Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Ja, wir hatten Phasen, natürlich bedingt durch Corona. Wenn ich das mal zunächst andeuten darf, weil das war ja auch ein Riesenthema, was uns alle total beschäftigt hat und was auch ungeplant gekommen ist. Es stand in keinem Koalitionsvertrag. Und was da eindeutig schwierig war, war das Thema Masken. Die Masken kamen zu spät, zu zögerlich, die Verteilung fand nicht statt. Das Gleiche erlebten wir mit dem Impfstoff. Ich hatte das bei mir zu Hause im Wahlkreis auch immer wieder erlebt. Die Fragen der Priorisierung, wie kommen wir nach Hause oder wie kommen wir zu den Impfstoffen, wer wird zuerst geimpft, was passiert mit den Pflegebehinderten, mit den Pflegebedürftigen, mit den Menschen mit Behinderungen, die zu Hause sind und nicht in Einrichtungen sind. Ich glaube, das waren wichtige Fragen, die uns noch immer beschäftigten. Und wir müssen schauen, was wir für die Zukunft aus diesen Lehren Corona und für die Zukunft ziehen. Das will ich auch noch mal hervorheben. Das war misslich. Natürlich auch noch, das begegnet mir immer wieder, die Maskenaffäre. Da wurde auch viel Vertrauen zerschlagen. Das hat der Politik insgesamt nicht gut getan. Was schwierig ist in der laufenden Periode, fällt mir auf, ist das Thema der Ausgleichsabgabe. Wir haben viel getan, damit Unternehmen und Betriebe alle möglichen Chancen haben, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt einzustellen. Was uns nicht gelungen ist, alle Unternehmen und Betriebe dazu zu bringen, ihrer Beschäftigungspflicht nachzukommen. Hier hat Hubertus Heil einen Vorstoß unternommen und hat gesagt, dort, genau an dieser Stelle, wo Beschäftigungspflicht nicht erfüllt wird, brauchen wir eine Ausgleichsabgabe. Und hier muss ich sagen, sind wir leider mit unserem Koalitionspartner nicht weitergekommen. Das wird dann wohl Teil des Wahlprogramms für die nächste Wahlperiode werden. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? Wir hatten viel gemacht oder wir haben auch viel gemacht in dieser Legislaturperiode und ich will ganz vorne anstellen das Bundesteilhabegesetz, das ja noch quasi aus der letzten Wahlperiode mit herübergebracht wurde, das in mehreren Phasen in Kraft getreten ist. Und es ist ein lernendes Gesetz, ein atmendes Gesetz. Wir werden dieses Gesetz begleiten mit einem umfassenden Untersuchungsauftrag, also einem wissenschaftlichen Auftrag, und wir wollen schauen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Wir SozialdemokratInnen sind davon überzeugt, dass es elementar ist, dass das Bundesteilhabegesetz auf die sogenannte Personenzentrierung abstellt. Wir beurteilen Menschen nicht danach, ob sie innerhalb von Einrichtungen oder außerhalb von Einrichtungen leben und bemessen ihre Leistung nicht danach, sondern wir wollen, dass ganz klar erfasst wird für jedes Individuum, für jeden Menschen mit seiner individuellen Beeinträchtigung, was ist der Bedarf des Einzelnen und welche Leistung ist die optimale Leistung, die gewährt werden muss, um die Lebensqualität, sprich auch die Teilhabe und die Selbstbestimmtheit, um die es ja geht für Menschen mit Beeinträchtigungen, herzustellen. Das ist elementar und Kern des Bundesteilhabegesetzes. Und mein Eindruck ist nach vielen Gesprächen, es wird sich einüben und es hat sich auch schon ein Stück weit eingeübt. Und ich bin total gespannt, wie das jetzt weiterläuft, auch mit den wissenschaftlichen Expertisen, die dieses Gesetz begleiten. Ebenso wichtig war für mich auch nochmal in Zeiten der Digitalisierung, dass wir das Behindertengleichstellungsgesetz angepasst haben mit Blick auf Digitalisierung, dass wir innerhalb bestimmter Zeiträume darauf hinwirken werden und wollen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ebenso teilhaben und partizipieren können am digitalen Fortschritt, dass sie wissen, wie sie die Apps bedienen können, unabhängig von der Art und Weise ihrer Beeinträchtigung. Auch das sind total wichtige Themen. Und ich glaube, da haben wir auch vieles auf den Weg gebracht. Im Übrigen haben wir die Bundesfachstelle Barrierefreiheit eingerichtet, die auf diesem Weg begleiten soll und die unterstützen soll, Verbraucherinnen, Unternehmen, Menschen mit Beeinträchtigungen, um in diesem Prozess
mit diesem Prozess der Digitalisierung gut umgehen zu können. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, wir haben das Angehörigenentlastungsgesetz auf den Weg gebracht, ein total wichtiges Gesetz, das eben pflegende Angehörige von ihrer Unterhaltspflicht, die bisher üblich war, gegenüber ihren Kindern, die sie pflegen müssen, oder gegenüber ihren Eltern, entbinden wird in Zukunft. Das ist ein riesiger Schritt für Angehörige, die eine enorme Leistung für unsere gesamte Gesellschaft erbringen durch die Pflege. Und es war nicht mehr als gerecht, dass wir diese Personengruppe von Unterhaltsleistungen entlasten. Das war für uns als SozialdemokratInnen ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Wir haben vor kurzem das Teilhabestärkungsgesetz auf den Weg gebracht, das ebenfalls viele Verbesserungen im Alltag von Menschen mit sich bringen wird. Es geht hier beispielsweise um die Assistenzhunde. Wenn ein Mensch mit einer Beeinträchtigung in den Supermarkt will, wenn er ins Restaurant will, wenn er zum Arzt will und hat einen Assistenzhund, der für ihn eine wichtige emotionale Stütze, aber insbesondere eben auch eine medizinische Unterstützungsleistung darstellt, dann war es in der Regel oft so, dass die Hunde draußen bleiben mussten und die Menschen mit Beeinträchtigungen sich mit den Ärzten, mit den Restaurantbesitzern, mit den Supermärkten quasi auseinandersetzen müssen. Das haben wir abgestellt, indem wir diese Regelung für Assistenzhunde getroffen haben. Sie dürfen und haben ein Zugangsrecht in diese private Räumlichkeiten. Das ist ein ganz großer Schritt nach vorne, der viele Menschen mit Beeinträchtigungen entlasten wird. Wir haben die Unterstützungsleistung für die Kfz-Hilfen erhöht im Rahmen des Teilhabestärkungsgesetzes. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Viele Menschen müssen mobil bleiben mit Beeinträchtigungen. Und hier haben sie die Möglichkeit, wenn sie sich ein PKW anschaffen wollen, dass sie eine höhere Unterstützungsleistung bekommen als bisher. Momentan will ich auch noch mal sagen, haben wir das Budget für Ausbildung in den Werkstätten. Das haben wir ausgeweitet im Sinne lebenslangen Lernens. Insbesondere geht es uns SozialdemokratInnen darum, wenn junge Menschen in Werkstätte kommen, dass sie eine Chance haben, eine Perspektive für sich entwickeln können, wenn sie zu einem Zeitpunkt feststellen, ich möchte eine Lehre machen und sie haben den Mut, dies in die Hand zu nehmen, dann wollen wir sie auf diesem Weg begleiten, dass sie eine Ausbildung machen und dadurch auch den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt finden. Überhaupt, wenn wir über Werkstätte für Menschen mit Behinderungen reden, dann gilt für uns SozialdemokratInnen eines ganz klar. Die Werkstätten sind für uns auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil in der Behindertenpolitik. Wir wollen Werkstätte erhalten, aber wir wollen sie zukunftssicher und zukunftsgerecht gestalten. Und dazu gehört es auch, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in den Werkstätten ein ordentliches Entgelt enthalten und vor allen Dingen auch das Werkstattentgelt, das bisher so furchtbar intransparent ist, dass dieses Entgelt transparenter gestaltet wird und für die Menschen mit Beeinträchtigungen so gestaltet wird, dass sie damit gut über die Runden kommen und ein auskömmliches Entgelt in der Tasche haben. Darum geht es uns und das halten wir für total wichtig, ebenso die Mitbestimmung in den Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Werkstatträte. Wir haben die Frauenbeauftragten in den Werkstätten etabliert, die sich insbesondere mit den Problematiken für Frauen mit Behinderungen befassen. Auch hier haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und ich stehe im engen Austausch mit vielen Frauenbeauftragten in den Werkstätten.